Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3 und ich dachte, der Typ da vor mir macht die Ansage. Nee. Nee, negativ. So, ab in die Botschaften. Rechts, ne? Ja, da ist die Treppe, das ist immer gut. Jo. Da ist Udina. Hallo. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tentron-Freigabe. Commander Shepard. Haben Sie was gefunden? Wir setzen unsere Untersuchung von Ratsherr Udinas Aktivitäten fort. Es ist nach wie vor unklar, wie er den Putschversuch vorbereiten konnte. Wie auch immer, ich muss mit Ihnen über eine andere Sache sprechen. Die Lage der Asari-Republiken hat sich zum Schlechteren entwickelt. Soweit wir wissen, fehlt Ihrem Tigel immer noch eine wichtige Komponente, die Sie den Katalysator nennen, nicht wahr? Wissen Sie, wo er ist? Leider nicht, aber wir haben ein Artefakt auf unserer Heimatwelt Tessia, von dem nur höchste Kreise wissen. Und weiter? Sagen wir, es kann Ihnen dabei helfen, den Katalysator zu identifizieren. Das Artefakt befindet sich in einem Tempel bei diesen Koordinaten. Ein Wissenschaftsteam wird Sie dort unterstützen. Warum so geheimnisvoll? Wenn das Artefakt so wichtig ist, warum verstecken Sie es dann? Selbst unsere Verbündeten können ihre eigenen Ziele verfolgen. In der Galaxie herrscht ein Kräftegleichgewicht, das wir nicht stören möchten. Genau das machen die Reaper auch gerade. Und deshalb teile ich diese Information mit Ihnen. Danke. Haben Sie vielen Dank. Es ist zu unser beider Nutzen. Die Heimatwelt ist noch nie bedroht worden. Tessia war immer eine Oase mitten in einer Galaxie voller Chaos. Die Reaper stehen kurz davor, das zu ändern. Ich tue, was ich kann. Es hängen mehr Leben von Ihnen ab, als eine Seele sollte schultern müssen. Meine Gebete begleiten Sie. Kein Problem. So, ab nach Tessia, ne, würde ich sagen. War eine kurze Prioritätsmission. Aber das ist nicht so schlimm. So. Die Bucht. Ducht, ja, genau. Was ist denn das? Wieso verwechsel ich den ganzen ersten Buchstaben immer? Jo. Sergeant, ich habe einen kleinen Bruder. Aha. Er hat den Planeten verlassen, um Geld zu verdienen. Und ist in schlechte Gesellschaft geraten. Eine Woche vor den Reapern hat mein Bruder mir ganz aufgeregt mitgeteilt, dass er eine Organisation gefunden hat mit guter Bezahlung, Sozialleistungen. Er hat mir ein Foto von der glänzenden neuen Panzerung geschickt, die sie ihm gegeben haben. Eine Panzerung in Weiß und Gelb, Mann. Ah, so ist das dann mal. Ach, die Keeper. So, Tessia. Da. Athene-Nebel. Ach, haben wir schon 100%. Der ist ja super. So, da ist Tessia. Perfekt. Eine schöne Gartenwelt, aber etwas grün. Landen wir doch mal. Er liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Na, wunderbar. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle, es geht los. Ja, ich hätte die aber so oder so mitgenommen. Also es ist,
Da besteht kein Zweifel. Nehmen wir Ashley mit. Jetzt haben wir ja eine Beziehung mit ihr, jetzt können wir sie auch nochmal mitnehmen. So. Was zur Hölle ist denn hier los? Wieso habe ich keine Waffen? Hä? Ja, was ist denn passiert? Ich... Was ist der... Wow. Macht viel Schaden, das Ding. Hm. Aber das macht halt noch mehr Schaden, ne? So, Liawa. Krieg die hier. Mit noch mehr Schaden und höherer Kapazität. Ashley kriegt das Partikelgewehr, ist schon draußen. Ein Scharfschützengewehr. Noch ein anderes. Mehr Schaden und mehr Reservemunition. So, ich habe Punkte, die ich für Warp einsetzen kann. 40% mehr Kraft. Trifft Feinde. Ne, machen wir mehr Kraft. Ashley hat 10 Punkte. Das heißt, der Allianzoffizier. Erhöht Sturmgewehrschaden um 60%. Das ist halt schon extrem. Schütze. Verbessert kurzzeitig Waffenpräzision und Feuergeschwindigkeit. Okay. Ja, aber hat auch 11 Punkte. Er hat das Aufladetempo. Den Schaden gegen Barriere und Panzerung 50%. Ja, das klingt besser. Warp-Munition, jetzt da sie. Würde ich jetzt sagen, Stase. Okay, jetzt braucht 3. Gut. Gut. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athane. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Ja, was, Mutter? Venesia nahm Sie mit zu diesem Tempel? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckte doch mehr dahinter. Wie meinen Sie das? Ich habe Ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich erinnere mich an Ihre Mutter. Sie hat die Indoktrination abgeschüttelt, als wir es am nötigsten brauchten. Und jetzt kommt all das zurück. Was ist, wenn Tessia dasselbe Schicksal blüht? Nein, wird es nicht. Wir retten sie. Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Wird schon schief gehen. Hey, anschnallen! Das dürfte turbulent werden. Tessia brennt. Kann nicht wirklich passieren. Meine Heimat. Sorgen Sie sich lieber später. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Dann runter. Erstmal die Waffe wechseln. Sie müssen gebrauchter Schöpfer sein. Ich kann meine Beine nicht. Oh Gott. Okay, mit Kurin. Commander, wir haben gehört. Ach du Kacke. Die Barriere wurde durchbrochen. Commander, wir reden später.
Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen. Aber natürlich gerne. Jetzt gibt's Spaß. So. Ach Quatsch, ein Rohling ist nicht schlimm. Ja, und wir halten sie auf. Da ist nichts, wo ich drauf feuern kann. So, Freunde. Oh. Jo. Nein. Ihr werdet nicht annähernd weit genug kommen. Perfekt. Ich will den Jäger in der Luft sehen. Sofort. Stopfen Sie das Loch. Wird erledigt. Ich brauche die Position unserer Scharfschützen. Jawohl, Ma'am. Commander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Na, wunderbar. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Wie lauten Ihre Befehle? Was genau hat man Ihnen über mich erzählt? Nur Ihren Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Ich fühle mit Ihnen. Ich kenne das, aber Sie müssen der Befehlskette vertrauen. Wir wissen nicht, ob es diese Kette überhaupt noch gibt. Warum machen wir das hier? Ich suche ein Artefakt. Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger, startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihre Licht hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Der Tiger kann es. Wir haben eine Superwaffe der Proteaner. Damit gewinnen wir den Krieg. Proteaner, hä? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance. Hier, Lieutenant Curran. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Na, wunderbar. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen. Man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. Oh, fuck. Das muss ein Ende haben. Und das wird es. Setzen Sie ihn ein. Vergessen oh. Sie das nicht, da kommen Sie nämlich. Ja. Im Zickzack vorrücken. Zickzack. Und in den Zickzack. Zurückdrängen. Ach, das bringt gar nichts. Na. Ich glaube, das war's. Und jetzt Tempo runter von der Brücke. Ja, ich versuche mein Bestes. Geht's hier runter? Ja, ich denke mal, ja. Perfekt. Auf dem Gebäude da. Wir haben Feuer. Oh, fuck. Nein! Verdammt sollen sie sein! Bleiben Sie konzentriert, Yara. Kann es sein, dass Yara hier irgendwie eine andere Synchronstimme hat? Dann sind jetzt Sie an der Reihe. Partei! Evia oder
Oder die Emotionen hier sind nicht so gut durchgesetzt. Eins von beiden. Auf die Flanken achten! Jo! Uns nicht umstellen! Werden sie nicht. Und wenn, dann ist das auch nicht so schlimm. Wir sind in der Lage, selbst sowas zu besiegen. Es handelt sich hier um einen starken Feind, aber nicht um einen übermächtigen. Behalten Sie unser Einsatzgebiet im Auge. Okay. Wow. Sie hören einfach nicht auf. Vor uns sind noch mehr Feinde. Ja, das dürfte. Wow. Erstmal die Flanke absichern. So, Flanke ist abgesichert. Was mache ich jetzt? Ich gehe von oben rein. Die großen Dinger müssen weg. So. Mit viel Biotik geht das immer. Echt? Ja, das glaube ich auch. Ja, stimmt. Jetzt drauf. Oh Gott. Das ist nicht gut. Ich werde hier sterben. Jo. Das war aber auch ein eindeutiger taktischer Fehler von mir. So. Wir müssen uns erst um die Kleinen kümmern und wir müssen nah beieinander bleiben. Ja. Wow. Panzerbrechende. Und jetzt drauf. Wir dürfen nicht nachgeben. Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Geräusche, ne? Schrecklich. So, aber diese Banshees sind halt schon echt, schon nicht schwach. Hier ist eine Rampe, Shepard. Das könnte ein Weg für uns sein. Ich denke auch, schwebende Liaba. Ich kann diesen Dingern immer noch nicht entgegentreten. Meine eigenen Leute. Ich sage es nur ungern, aber genau so machen es die Reaper. Sie hetzen unsere eigenen Leute auf uns, damit wir unsicher werden. Ja, das ist eine miese, aber leider funktionskräftige Taktik. Wow. Nicht gut. Nicht ein Ernter. Ich einfach nie in diesen Anblick, oder? Dämonen gibt es wirklich. Und sie wollen uns wirklich töten. Oh, diese Geräusche. Oh. Schlagschützen auf dem Balkon. Ja, das wollte ich auch gerade nämlich machen. Möglicherweise könnten wir sie erreichen. Der Reaper lässt uns in Ruhe. Ich hätte nichts dagegen gehabt, mal einen Großen zu erledigen. Schade eigentlich, ich wollte hier mit Schlagschützen, weil das wäre das perfekte Gebiet gewesen. Na. Noch lässt uns der Reaper in Ruhe. Wow.
Hier ist Spezialistin Kayla. Spezialistin Jeep Moment. Shepard ist soeben eingetroffen. Kopf einziehen. Wie lange können Sie durchhalten? Jetzt, wo Sie da sind? So lange wie nötig. Können Sie diesen Krieg wirklich gewinnen? Ja. Wenn wir es zum Tempel schaffen, sind die Reaper Geschichte. Dann schnappen Sie sich da drüben Ausrüstung, wenn Sie welche brauchen. Wir halten Sie ihn ein. No. Ja. Oh, scheiße, hier ist eine Granate. Okay, das ging noch. Heieiei. Geh in Deckung. Wir haben einen getroffen. Ach, Quatsch. Da. Wieso mache ich denn nur so wenig Schaden gerade? Geh in Deckung. Netter Schuss. Danke. Na, der war daneben. Nicht nachlassen! Aua. Geben Sie mir Deckung! Wieso kann ich nicht schießen? Hä? Sie haben einen getroffen! Ja, und selbst das hat sie nicht getötet. Gerne. Geh in Deckung. Ist da noch was? Das dürften wir aber jetzt so besiegen können. Ah, okay. Hab ein. Wo ist denn der letzte? Ach Gott. Ja, jetzt auch noch runter. Natürlich. Nur mit Nahkampf. Bewegung, Commander. Zu dem Reaper. Das ist ein Weg hier raus. Ich würde das nicht einen Fluchtweg nennen. Wir haben keine andere Wahl. So. Ach, Kacke. Wo lang? Ach, da. Ich hoffe echt, das Ding wird nicht auf uns aufmerksam. Dieser Albtraum hört niemals auf. Oh doch, das wird er. Wir gehen zu diesem Artefakt und dann können wir alle aufwachen. Amen. Es fühlt sich an, als würden wir die Reaper... ewig bekämpfen. Ja. Wir wollen zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber... nur ich bin noch übrig. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen. Ist hart, aber ohne deren Hilfe sehe ich keine Chance reinzukommen. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Taylor und Schwarm, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden. Hier Taylor 1. Bin unterwegs. Taylor 5 im Anflug. Bodenziele bestätigt. Waffen überhitzen. Fackeln Sie auf. Los, Commander. Ich decke sie von hier aus. Na, Heilige. Wir kümmern uns erstmal um die... ums gefährlichste Ziel. Genau das. Und nochmal. Und nochmal.
weiter so, Teil und 5. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So können wir den Krieg gewinnen. Okay, und jetzt. Eieiei, 1000 Soldaten. Also Gegner. Ich würde sie nicht Soldaten nennen, das wäre eine Ehre. Und die drei Raketenwerfer, wow. Das war ein Fehler. Ich wollte eigentlich unbedingt diesen Raketenwerfer haben, deswegen. Aber man kann, die Schwierigkeit ist gut möglich. Also es ist nicht komplett unmöglich. So, jetzt. Jetzt stirb! So, Scharfschützen werden hier bestimmt auch nützlich. Wow. Gar nicht gut. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Nicht noch eine. Das ist ziemlich schwer. Okay, es sieht clear aus. Ob wir beim nächsten Krieg die Allianz auch zu einer Luftunterstützung überreden können? Könnt ihr ja versuchen. So, ich habe einen Raketenwerfer. Jetzt bin ich. Das ist unsere Chance. Wisst ihr, was ich gebrauchen könnte? Einige. Dass ich das mal sagen werde. Ich denke mal, das ist ein Gegner, ne? Was ist eigentlich unser Freund? Wir gehen lieber oben. Wir gehen nicht lieber oben lang. Vorsicht, weitere Feinde voraus! Jo! Ja, die Husks, dann probieren wir das Ding nochmal. Aber ne, lieber. Ne, ich versuche es mal lieber nur mit biotischen Mitteln zu bekämpfen. Das wären wir sonst. Gegner greift an! Halten Sie durch, bis ich ihn abgeschüttelt habe. Na, Mist. So. Weiter, 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 weiter. Wow. Das war beinahe unser Tod. Ein fliegengewandtes Tod ist gerade aufgetaucht. Okay. Alter, ein Schuss, ne, und man ist weg. Okay, mehr haben wir nicht. Teil 5, zurück in Position. Machen wir ein paar Löcher. Da ist sie. Ach Gott, was tue ich denn jetzt? Sie haben es fast geschafft, Commander. Dranbleiben. Oh Gott. Es wird jetzt aber ziemlich hart hier. Hallo, ich kann nicht zielen! Oh, okay, das ist buggy. Aber gut. Wow. Jau. Also das ist ein bisschen hart jetzt gerade hier. Also ich wollte es ja ein bisschen schwerer haben, aber das ist gerade ein bisschen brutal. Wird gemacht. Wir müssen einfach nur in extreme Deckung gehen, glaube ich. Jawohl. Nein, nein. Hier, sollt ihr hin, davor. In Ordnung. Wow. Achso.
Gewand des Todes ist gerade aufgetaucht. Okay. Ich nehme mal lieber nicht das Scharfschützengewehr, da weiß ich noch nicht, wie ich damit genau kämpfe. Hoffentlich kommt diese Pilotin zurück. Halten Sie die Köpfe unten und fahren Sie mit allem, was... Wie machen wir das jetzt? Wir müssen die Feinde einzeln und langsam besiegen. Von schwach zu stark. Oh Gott. Einen verkackten Schuss nur, mein Schild ist weg. Ja. Hallo? Ist das jetzt alles gewesen? Also ich glaube, das hätten wir auch so nie geschafft. Da musste das Flugzeug sich für uns opfern. So. Ich hab nur noch ein Medigel. Ich nutze es lieber, wenn ich eine gefährlichere Situation habe. Gehen wir rein. Und wie genau sollen wir das anstellen? Der Ort scheint abgeriegelt zu sein. Kriegen wir hin. Lassen Sie mich mal sehen. Aha. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Bisschen übertrieben für eine Kirche. Vor allem, weil nur noch wenige der Assane-Doktrin folgen. Ich dachte schon, wir wären jetzt hier noch angegriffen. Alter. Alter. Hallo? Ist da jemand? Hier stimmt was nicht. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Das, ist gigantisch. Das sind die Wissenschaftlerinnen. Ihre Kehlen. Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Die Göttin Athame selbst. Ein Relikt des alten Glaubens. Ziemlich viel Aufwand für eine Religion, die keine Anhänger mehr hat. Es ist ziemlich raffiniert, selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athame historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Alles Leben entsteht. Hier ist ein proteanischer Sender. Was? Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Denken Sie an das Ding auf dem Mars. Man könnte sehr viel lernen, wenn man so etwas für sich behält. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Es würde die Überlegenheit der Asari erklären. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Dieser Tempel ist Jahrtausende alt, Doc. Genug Zeit, um das alles rauszufinden. Das macht es noch nicht wahr. Man bräuchte gar nicht viel. Hier und da ein kleiner Durchbruch und schon bald stünde man an der Spitze der Galaxie. Asari sollten ihr Wissen teilen. Dann hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Unsere Lage wäre denn heute nicht so verzweifelt. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Wir haben kaum Zeit, es herauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das genau der Punkt. Bei der Göttin. Buchstäblich.
Sehen Sie sich um. Es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Oh, ah. Der Sender scheint Sie für ein Proteaner zu halten, Shepard. Vielleicht. Die Chiffrierer, den Sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Erinnern Sie mich nicht daran. Vielleicht sind wir ja sogar ein Proteaner. Suchen Sie weiter. In der Nähe muss es noch mehr Verbindungen geben. Ich könnte es mir vorstellen. Hier ist nichts. Schwer zu glauben, dass wir so nah dran sind. Wenn wir das hier geschafft haben, stellen wir den Tigel fertig und beenden den Krieg. Er fährt hoch. Das kann man spüren. Was haben wir hier? Das ist keine Verbindung. Weitersuchen. Alter. Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Da! Wieder eine! Eieiei. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Weiter. Dann ist es also wahr. Die ganze Überlegenheit der Asari lässt sich hierauf zurückführen. Unsere gesamte Zivilisation. Nichts davon ist so, wie ich gedacht hatte. Wow. Geschafft. Wir haben jetzt Zugriff auf den Sender. Das ist so... Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Warten Sie kurz! Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tigel fertigzustellen. Ein Proteaner. Sieht aus wie eine VI. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das sie Tigel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Waren alle Proteaner so hart? Der Tigel. Was war zu Ihrer Zeit mit dem Tigel? Warum haben die Proteaner ihn nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Servus. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Klingt, als würde sich die Geschichte wiederholen. Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Reaper-Angriffe. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und Sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Dann helfen Sie uns. Noch besteht Hoffnung für den Zyklus. Was ist bloß der Katalysator? Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tigel gefunden und bauen ihn bereits. Der Tigel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu. Jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Geben Sie uns eine Chance. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Wenn Sie den Kampf fortsetzen möchten, werde ich Sie nicht daran hindern, obwohl ich Ihre Erfolgschancen für minimal halte. Wir gehen das Risiko ein. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tigel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Heilen. Sie. Sie haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Der Unbekannte. Shepard.
Wie kamen sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihre Proteaner-Expertin die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zur Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Auf wessen Seite stehen Sie? Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein, Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Wir müssen zusammenarbeiten. Sie haben zu viel Zeit mit dem Feind verbracht. Er zieht Sie auf seine Seite. Sie denken sogar schon wie er. Nein, ich sehe die Dinge nur anders. Wenn Ihnen wirklich an der Menschheit liegt, bekämpfen Sie mich nicht. Schließen Sie sich mir an. Stellen Sie nie meine Absichten in Frage. Ich habe für die Menschheit mehr geopfert, als Sie ahnen. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre. Sie haben die Bodenhaftung verloren. Sie haben vergessen, wofür Sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch, aber wie üblich am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als Sie zugeben wollen. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich endgültig diesen Konflikt. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihm ab und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Na wunderbar. Der Kampf gegen Kai Lang. Müsste ich nicht eigentlich einen Cut machen? Ich mache einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.